Hallo, herzlich willkommen zurück bei Nier Automata. So, ich habe mich natürlich mal ein bisschen schlau gemacht. Dieser Dash hier, an dem Punkt, verursacht Schaden an allen Gegnern in der Nähe, wenn ich mich im Berserker-Modus befinde. Und ist damit für uns erst einmal uninteressant. Emil kriegen wir. Guck mal, hier kann ich noch ein bisschen was rufen. Kriegen wir unten freigeschalten als nächstes mit Hilfe von 9S. Also mal gucken, ob ich ihn Emil soweit getriggert kriege. Ich muss mit ihm das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, einmal noch quatschen. Dann kriegen wir die Quest ein wenig weiter. Allerdings können wir dann erst weiter, wenn wir wieder in 9S sind. Und ja. Da wir jetzt A2 sind und nicht einfach mal spontan wechseln können, bringt uns das nicht viel. Ich hätte natürlich die Option zu sagen beim nächsten Mal, dass ich mit dem Pod 9S folge. Das machen wir beim Durchgang D. Das sollte funktionieren. Dann haben wir die Maske auch schon mal. Das passt, glaube ich, ganz gut. Also Durchgang D ist dann quasi nochmal die gleiche Story, nur aus der Sicht von 9S. Weshalb wir eben jetzt immer bei A2 bleiben. So, wir müssen jetzt im Dorf ankommen. Da ist es. There's machines everywhere. Analysis. This is a colony of pacifistic machine lifeforms led by the known as Pascal. It is logical for a large number of machine lifeforms to be present. This pod has concerns regarding Yorha Unit A2's predictive skills. I'd be more concerned about me smashing your face if I were you. Martin? Gib mir den Treibstofffilter. Ach, die Frau von neulich. Danke doch mal, dass du mich gerettet hast. Ja. Also dann, wie kann ich dir helfen? Zusammenfassung. Yorha Einheit A2 hat einen schadhaften Treibstofffilter. Sie hat von Annemone, der Anführerin des Widerstandslagers, Informationen erhalten. Sie ist zu diesem Dorf gereist, um einen neuen Filter zu besorgen. Zusammenfassung Ende. Anfrage, ein funktionierender Treibstofffilter. Musst du das alles wirklich so bis ins Kleinste ausbreiten? Analyse. A2's Mangel an verbaler Kommunikation hat die Unterstützung durch mich erforderlich gemacht. Halt die Klappe. Ach, ich verstehe, ich verstehe. Leider sind meine Materialien derzeit etwas knapp. Ich brauche steife Baumrinde, um einen Filter herzustellen. Der einzige Ort, an dem es das gibt, wird jedoch von wilden Maschinenwesen über. Ich entschuldige mich, aber ich fürchte, derzeit kann ich keinen Filter herstellen. Bestätigung. Einheit A2 wird steife Baumrinde sichern und herbringen. Bestätigung übernehme hier ich. Areas where rigid tree bark is available marked on map. God damn it. Analysis. Hostility toward the peaceful machine life form Pascal is pointless from an energy usage standpoint. Proposal. Form a friendly relationship immediately. You've got to be kidding me. Naja, wir gucken einmal kurz auf die Karte. Dann muss ich schauen, dass ich den Weg in den Wald finde. Ist nämlich im Wald. Oh, da kann ich aber eigentlich schon besser zum Waldgebiet Mitte reisen und mir das machen. Dann machen wir das doch so. Hey, du sollst runter. Schnellspeichern, Transport, Waldgebiet Mitte. Rein und weg. Ach, die Emil-Maske muss ich wieder abmachen. Vielleicht färbe ich mir auch die Haare. Weil ich's kann. Genau. A2 soll übrigens die beste Nahkämpferin sein. Weil die sehr aggressiv vorgeht. Ich finde 9S trotzdem besser. Weil praktischer. Das Hacking ist so stark. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und nochmal 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 und nochmal. Nein, so oft natürlich nicht. Das sieht Panne aus. Nimm den Teller da ab. Gegenstände. Wichtige Gegenstände. Die Emil-Maske entfernen. Dass der Daniel jedes Mal wieder da rausgeht. Gegenstände.
Wichtige Gegenstände. Ich möchte Schwarzach. Dort sieht das Panel aus. Gegenstände. Tatsächlich, glaube ich, sieht das mit dem Weißen sogar am besten aus. Aber hey, Violett hatte die andere. Dann kriegst du rote Haare. Ja. Eto mit roten Haaren. In Shoot. Revenge for our King, sagt sie. Wir könnten mir doch gar nichts tun, Mann. Tja, Schweine. Wir werden hier zu unzähligen gemetzelt. Verstehe ja, was ihr Problem ist. Ich meine, A2 hat ja tatsächlich den König getötet. Aber naja. Ah. Mieslich, mieslich. Stück. Aha. Mit einer gewissen Immunität gegen Nahkampf angekommen. Ja, komm. Das war witzlos. Oh, da ist die Baumrinde. Und wieder ab. Was kalt. Proposen. Von hinten angreifen ist übrigens ziemlich nett. Ich nehme hier unterwegs mal so ein paar Sachen mit. Was ich noch immer nicht genug habe, um meinen Pott aufzuwerten, ist schon dezent nervig. Zap, zap, zap. Ich könnte meinen Transport noch kurz eben zum Königsgemach machen. Mal gucken, ob ich noch mal ein paar Waffen upgraden kann. Je mehr Stufe 4 Waffen ich habe, desto besser. Und ganz ehrlich, ich brauche die Kohle für nichts anderes mehr. Und ich habe theoretisch noch ganz viel Kohle auf Kante. Dort habe ich jetzt 36 Maschinenkerne, glaube ich, die momentan 20.000 bringen. Da komme ich locker mit aus. Ewigkeiten. Zwei Ewigkeiten. Leider kommt auch sie nicht an die eine Kiste ran. Da muss ich mir noch mal was überlegen. Ach, dass ich das echt selber noch aufmachen muss, ne? Leicht nervig. Ja, du bist mal Samune, du hast eine Schmiede. So, erstmal gut upgraden. Ich kann natürlich vieles davon nicht upgraden, weil ich die Materialien nicht habe. Ich schade leider auch die meisten meiner Stufe 3er Waffen. Aber was geht, das geht. Die haben Vorrang, die 3er. Bogenwürde vor der Lanze 3. Engelstorheit. Ach, guck mal, die kann ich auch direkt weitermachen. Gut, dann bringe ich jetzt alle Stufe 2er noch auf Stufe 3 und direkt auf Stufe 4, wenn ich kann. Wie gesagt, mir ist das eine weitestgehend wurscht. Jetzt fehlen da noch so kleinere Materialien. Alles klar. Haben wir ein bisschen was gemacht. So, das ist Wurst. Das Weißschwert, ja, Meister, Lebzeiten, bla bla bla. Das kennen wir ja.
Und so sollte ich eigentlich auch da drüben den Dings hochkommen, aber komme ich leider nicht. Transport. Pascal. Ja, doch, möchte ich schon. Dann haben wir ja schon mal wieder uns ein wenig weiter aufgewertet. Ein paar Stufe 4 Waffen sogar bekommen. An und für sich ist dieser Ladescreen echt stinkend langweilig, wenn man den das 100. Mal sieht. Aber es ist halt deutlich schneller als hinzulaufen, ne? Da machst du nix. Ich hoffe, ich habe nicht die ganzen Materialien aufgeballert, die ich noch vielleicht für Here's your irgendwelche Missionen stuff. brauche. Thank you so much. I'll make a filter right away. Please just give me one moment. Dafür muss er He wegfliegen. can fly. Alert. The machine life form Pascal has returned. Treibstofffilter. Hat doch ein Lager da oben, oder? Ach, kann ich dir behilflich sein? Du hast mir vor einiger Zeit diesen Filter gegeben. Ich muss meine Schuld begleichen, sonst hätte ich ein schlechtes Gewissen. Nämlich pflichtbewusst. Ich habe das Material geholt! Ja, also, wenn du einen Wunsch hast, dann lass du mich wissen. Wenn du es schon ansprichst, ich habe da ein kleines Problem. Eine bösartige Maschine hat unsere Kinder in einem Spielbereich angegriffen. Ich dürfte dich wohl bitten, sie für uns zu erschlagen. Ich hoffe, du bist einverstanden. Wir haben sonst niemanden, den wir fragen könnten. Vielen, vielen Dank. Ich verspreche auch deine Mühen zu lohnen. Zwinge den bösen Roboter. Wie böse kann der schon sein? Hostile machine life forms detected. Falscher. Wow. Kann man nur hoffen, dass das Problem noch größer wird. Ah, wir haben gehört, dass du die schreckliche Kreatur besiegt hast. Vielen, vielen Dank. Hier ist deine Belohnung. Bitte nimm sie. Zeug. Ich habe dieses Dorf errichtet, weil ich das Kämpfen verabscheue. Es sollte als Denkmal für die Macht des Friedens gelten. Doch als wir unsere Waffen aufgaben, verloren wir auch die Fähigkeit, uns zu verteidigen. Zur Wahrung des Friedens wollen sich jetzt aber viele Dorfbewohner wieder bewaffnen, um die Feinde im Umfeld niederringen. Was meinst du, was wir tun sollen? Keine Ahnung. Die Entscheidung liegt bei dir. Ja, vermutlich. Aber lass deine Freunde im Dorf wissen, dass ich diesen Ort ausradieren werde, falls irgendjemand versuchen sollte, mich anzugreifen. Ich werde eine dringende Mitteilung verfassen. Na, siehst du ja sehr nett. A2, wenn du möchtest, darfst du dich gerne in unserem Dorf umsehen. Es wäre schön, wenn du uns etwas besser kennenlernen würdest. Klar, wenn mir danach ist. Aufgaben. Hallo A2, ich weiß alle deine Bemühungen und unsere Kinder sehr zu schätzen. Jedes einzelne von ihnen ist wie ein Schatz für mich. Vielmehr sind sie sogar Kostbarkeit für das gesamte Dorf. Denn unsere Zukunft liegt in ihren kleinen Händen. Ich könnte mir vorstellen, dass es absurd für dich klingt, wenn Maschinen so über die Zukunft sprechen. Ich weiß nicht. Ich baue darauf, dass ich unsere Kinder gegenüber den sinnlosen Konflikten dieser Welt als standhaft erweisen und uns neue Wege bahnen. Allerdings leidet eines der Kinder an einem fehlerhaften Speicherelement. Wenn wir nichts für dieses Kind tun, dann repariert es doch. Leider fehlen uns die Teile dazu. Sie sind nur in den hintersten Winkeln der verlassenen Fabrik zu finden, wo es auch von schrecklichen Maschinen wimmelt. Schmerzt mich einzugestehen, dass es so dir niemanden gibt, an den wir uns wenden können, A2. Ja, wir helfen. Vielen, vielen Dank. Das notwendige Teil ist, in einem Bereich zu finden, der als verlassene Fabrik bekannt ist. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Gut, dann ist hier noch eine Mission. Schwester, große Schwester. Hä? Komm schon, große Schwester, spiel mit uns. Ich spiele nicht mit Maschinen, jetzt ab. Oh, bitte, ich will mit dir spielen. Ich bin ein Androidin, du schräge Flöte. Ich bin ein Feind, du schräge Flöte. Nicht gut. Tu also, was ich dir sage, sonst hat dein Hintern Kirmes. Du bist lustig. Das sollte dich eigentlich nicht fröhlich stimmen. Große Schwester bei uns, was, womit wir spielen können, große Schwester? Was? Nein. Aber wir brauchen etwas, womit wir spielen können. Ja, uns ist gerade so langweilig. Ernsthaft? Im Shop gibt's viele Sachen. Geh und kauf uns was. Ja, kauf uns was. Ach komm. Schon gut, schon gut. Nun hört endlich auf, mich zu nerven. Ja! Willkommen. Du suchst Spielzeug für Kinder. Ich fürchte, derzeit haben wir nichts Geeignetes auf Lager. Allerdings könnte ich bestimmt etwas bauen, wenn ich die richtigen Materialien hätte.
Weißt du was? Hier ist eine Liste der Sachen, die ich brauche. Bring mir die Materialien, dann mache ich mich an die Arbeit. Jeder ist hier so seltsam aufdringlich. Das ist doch Unsinn. Wir sind wir nicht. Gut, ich mache es, aber bevor ihr mir noch für den Rest meines Lebens auf die Nerven geht. Eine ausgezeichnete Entscheidung. Die benötigten Sachen müssten im Verbindungspark zu finden sein. Außerdem, in Deutschland habe ich ja eine Ewigkeit unterwegs. Gute Reise. Na, zum. Was für ein Mist. Zum. Zur Fabrik ist länger. Na, jetzt haben wir schon mal zwei Punkte, die wir abklappern können. Was wir auch zuerst. Moment, ich gucke nochmal auf der Karte, ob wir noch was anderes haben. Sonst machen wir das, bevor wir hier mit dem Hauptquest-Bereich reden. Wobei, wahrscheinlich muss ich dann wieder. Das ist Vergnügungspark. Hier ist die Fabrik. Und der Rest sind die üblichen Verdächtigen, die wir schon kennen. Ich rede trotzdem darum und vielleicht kann ich das direkt miteinander kombinieren. Ei. Ich respektiere Pascal sehr, weißt du? Ich meine, er ist der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, ein Dorf für uns Außenseiter zu bauen. Ich möchte ihm wirklich zeigen, wie dankbar ich ihm bin. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, ihn zu danken. Irgendwas. Bleiben und ihn ausreden lassen. Ja, ja, den Hinweis werde ich befolgen. Kein Hinweis, ich möchte Pascal nur zeigen, wie sehr ich ihn schätze. Wie auch immer, ich glaube, ein neues Philosophiebuch könnte ihm gefallen. Im Widerstandslager soll so etwas zu bekommen sein. Besorgen wir, in Ordnung, ich werde das Buch holen. Ich schulde der kleinen Klapperkiste sowieso einen Gefallen oder zwei. Das ist wunderbar. Offenbar besitzt jemand namens Anemona eine große Sammlung solcher Bücher. Ihr braucht also nur eins zu stehlen. Nein, ich glaube, da gibt es bessere Möglichkeiten. Ja, ich glaube das auch. Ich glaube auch, ich mache die Schnellreise zuerst zur Fabrik. Ne, ich reise erst zum Widerstandslager. Wenn ich das Buch von der so kriege, ist gut. Wenn die sagt, ich muss irgendwo hinlaufen, um mir das zu verdienen, dann kann ich das quasi miteinander kombinieren. Gucken wir mal. Pascal möchte Bücher über Philosophie. Ja, rein zufällig habe ich neulich erst eins zu Ende gelesen. Wenn du willst, kannst du es gern haben. Danke. Kannst du ihm dieses Gold jetzt auch geben? Er hat schon lange darum gebeten. In Ordnung. Oh, das war ja einfach. Es ist schon seltsam, dass sich ein Maschinenwesen für Philosophie interessiert, findest du nicht auch? Da stellt sich mir die Frage, wie viel wir wirklich über unseren Feind wissen. Eine gute Frage. Gut, das war einfacher, als ich angenommen hatte. Was passiert hier? Macht keinen Mist, ich will die Nebenmission noch machen. Where the state ceaseth, there only commenceth the man who is not superfluous. I see. It seems this Nietzsche was quite the profound thinker. Or perhaps he skipped right past profound and went straight to crazy instead. Oh well, enough of that. I best go see the world for myself instead of burying my head in books. Oh nein, jetzt muss ich den spielen? Das habe ich jetzt wieder ausgelöst. Der Plan war anders. Right.
Now I just have to bring this to Pascal. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. A2, can you hear me? Oh, perfect. Help A2. I have the materials you asked me to... The village is in great trouble. The villagers are... Pascal! Pascal, are you there? What the hell is going on? Hypothesis. The valuable source of information known as Pascal has encountered difficulty. Proposal. Unit A2 should investigate Pascal's village immediately. I'm on my way. Ich mach mal ganz kurz einen Speicher. Kann nämlich sein, wenn ich jetzt mich jetzt entscheide, woanders hinzulaufen, dass dann das Ganze endet. Und das wäre ungünstig. Deswegen machen wir hier nochmal einen Speicher drauf. Hallo? Jetzt sag mir nicht, ich habe geladen statt gespeichert. Er lädt. Wann habe ich Zeit gespeichert? Oh, das gibt's doch nicht. Aber ich glaube nicht allzu lange, bevor ich die Mission angenommen hatte, ne? Das wäre okay, das wäre nicht schlimm. Jo, Tatsache. Das hier, ich habe geladen. Ich bin ein Trottel. Dap. Wie konnte mir denn das passieren? Das heißt, es wird, du müsste dieser hier sein. Bevor ich die Hauptmission angenommen habe mit dem Buch holen. Dann kann ich tatsächlich auch erst die anderen beiden Nebenmissionen erledigen und dann nochmal quasi das Buch bei Anemone holen. Ich glaube, ich habe auch extra gespeichert für den Fall, dass irgendwas schief geht. Dann habe ich jetzt aus Versehen geladen und im Endeffekt quasi das gemacht, was ich ursprünglich mal geplant hatte. Klingt doch gar nicht so schlecht, oder? Das war dumm. Und wie sieht's aus? Ja, er hatte das Philosophiebuch. Perfekt. Dann kann ich jetzt nämlich erst Fabrikeingang. Ist die Fabrikeingang? Ja, da. Mir die Teile holen, die Nebenaufgaben machen und dann das Buch holen. So wird jetzt ein Schuh draus. Das heißt, wir machen jetzt hier den Chip. Speicherchip? Speichermodul, wie auch immer. Dann gehen wir in den Vergnügungspark, holen die Teile fürs Spielzeug. Und dann erst holen wir das Buch und schauen, was mit Pascal passiert. Das wird dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge aufgelöst. Da müssen wir mal gucken. Jetzt geht erstmal hoch in die Fabrik. Zum 5 Millionen Mal. Ah, aber die Truhe ist neu. Es wird auch angenommen, dass wenn man im richtigen Moment hier die Nahkampfattacke drückt, dass die etwas stärker ist, als sie normalerweise wäre. Das ist doch jetzt hier, glaube ich, nachdem. Das gibt's doch nicht. Und nachdem hier alles in die Luft geflogen ist, ne? Nachdem Tobi hier war, so. Aber ich gehe davon aus, dass ich nach unten muss, um das Teil zu kriegen. Auf jeden Fall schon mal eine 9S-Kiste oben. Da ist noch eine. Noch zwei. Oder? Ja, ne? Ist eine, oder? Ja. Noch zwei Kisten, die ich mit 9S holen muss. Das ist im nächsten Durchgang dann.
Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob ich auch nur ansatzweise auf dem richtigen Weg bin, ne? Lager. Moment. Diese Aufgabe spielt mit unserem Speicherelement. In der verlassenen Fabrik. Das hier ist definitiv die verlassene Fabrik. Wow. Jetzt ist sie gerade nicht mehr so verlassen. Das kommt mir auch nicht so wirklich bekannt vor, aber nur gut. Und zumindest erstmal gespeichert. Wie viel Sinn das macht, dass ich das hier gerade tue. Da auch noch mal dahingestellt. Fällt mir falsch. Hatte ich Glück. Da wäre ich wahrscheinlich in die Luft geflogen. Normal. Jetzt war mal alles aktiv hier. Schweißzusatz. Es wird dunkel hier. Gut ist, dass ich hier, auch wenn ich nichts sehe, meine Level aber mache.
Mein Gott, ich sehe gar nichts. Ich drücke einfach nur wie ein Irrer auf die Tasten. Keine Ahnung. Wo ich hier. Gerade hinmarschieren, ne? Das ist ein echter Priester übrig. Das ist so, wenn ja eine Gefahr. Täusche war hier oben auch noch irgendwie eine Kiste. Eine verschlossene Tür. Ich muss hier mit meinen S unbedingt hin. Jetzt mit der Fahrstuhl wenigstens wieder. Keine Ahnung, wo ich hier. Gerade langlauf. Ich habe da schon das Item eingesammelt. Ach, warte mal, falsch. Hier, dann hier. Und dann hier rüber. So viele Gegner. Ich hoffe, das ist der richtige Weg, ey. Nein, er hat mich erwischt. How did I let this? Oh.
Okay, ich hätte nochmal runtergehen sollen, um zu speichern. Jetzt muss ich die Hälfte des Weges nochmal laufen, weil ich nicht unter dem Ding hergekommen bin. Ist das ätzend. Ich hätte kurz mit der Flasche runterfahren können. Das hätte mir wäre besser gewesen. Bedingt dadurch, dass ich ja kein Fortsetzen mehr habe. Jetzt, wo die Basis oben nicht mehr existiert und weil ich A2 spiele. Was ist in dem Dunkeln hier? So, aber ich weiß wenigstens noch, wo ich lang muss. Aber da kamen die ganzen Gegner kamen ja jetzt erst noch. Ist mir jetzt ehrlich gesagt hier alles bisschen egal. So, da habe ich keine andere Wahl. Stufe 60 wieder. Jetzt kommen die Explosiven. Jetzt kommen die scheiß Priester. Mal gucken, dann komme ich hier rein. Hier. Gegen die kann ich nicht anders. Das ist ja kaputt los. Ja, komm. Dann schalte der Berserker-Modus schon wieder aus. Bin ich jetzt wieder an den Fahrstuhl. Bin ich jetzt wieder fast so weit wie gerade, nur dass ich das mal durchgewascht bin und einiges an Items und Erfahrungspunkten zurückgelassen habe dafür. Hatte ich schon die ganze Zeit bauchfrei? Nein. Das ist durch den Berserker-Modus, oder? Das anscheinend ist Berserker-Modus, ist jetzt bauchfrei geworden. Ja, also das sonst mal so ein Leibchen noch miteinander nicht. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Naja. Wen interessiert's? Explodieren die auch noch drumherum. Da bin ich natürlich. Ah, ich kann nicht in dem Zustand kämpfen. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Ich kann in dem Berserk, also in dem einen Lebenspunkt Zustand, kann ich nicht kämpfen. Muss man auch erstmal wissen, dass man dann so beschädigt ist, dass nichts mehr geht. Mal kurz ein Stückchen trinken. So. Nächster Versuch. Ja, da hat sie das Leibchen wieder an. Also durch den Berserker-Modus
hat sie dann quasi ein Bikini. Aber man muss sagen, ich muss ja sagen, der Berserker-Modus ist schon ein relativ ordentlicher Schadensboost. Hier durch und jetzt bin ich gleich wieder da, wo ich schon war. Ich bin drunter gerutscht mit dem Bein. Ich bin mit dem verkackten Bein da drunter gerutscht. Boah, wenn das ja alles umsonst ist und ich die ganze Strecke auch noch wieder zurücklaufen muss, für nix. Wenn ich diese dämliche Speicherkasse nicht unten kriege, sondern die irgendwo oben rumdümpeln, ne? Dann drehe ich durch. Das war mir noch lieber, als sich das Laufband bewegt hat. Die Dinger immer dann, wenn die Platte kamen, runter und runter gegangen sind. Und nicht einfach wie jetzt dieses geruckelte, jetzt mache ich dreimal, dann mache ich wieder einmal. Nervkotz. Wirk. Mein Eintritt war sinnlos, weil ich im Berserker-Modus gedacht habe, boah, passt schon. Dann gedacht habe, boah, da ein Item reicht zum Heilen. War halt blöd. Gebe ich zu. Trotzdem. An einem Stampfer kaputt zu gehen, was ja initial das erste Mal das Problem war, das ist schon bitter. Dampf, dann habe ich Zeit. Dampf. Ach, komm schon. Dass er die nicht markiert hat gerade, war auch so. Okay, es gibt tatsächlich ein normales Muster. Na, immerhin. Ja, ich darf jetzt auch schon mal drin. Die zweite, sehe ich das richtig? Die ist zu allerdings. Es ist wieder eine 9S-Tür. Okay, das heißt, es gibt jetzt schon. Boah, drei Gründe, weshalb ich mit 9S hier hin sollte. Opa. Du kriegst jetzt gleich ein Laser-Trio ab. Ist gut, hä? Ist kaputt. Ist vielleicht auch die Kiste für mich hier erreichbar. Vielleicht. Ja, vielleicht, aber wie komme ich denn an die Kiste da unten dran?
Ja, selbst mit dem Sprung nicht. Und es ist eine große Kiste. Das ist ja... Jetzt mal ohne Flax. Wie soll man denn? Kann nicht um den in den Hintergrund oder Vordergrund gehen und auf der Karte. Zeigt mir den, wie ich das blockiere dann. Also das ist. Äußerst seltsam. So, was Gutes, dass ich jetzt hier wieder speichern kann. Oh, jetzt wird mir hier der Transport angeboten. Das ist gut. Finden wir das auch wieder. Ein Fahrstuhl. Wir nehmen einfach mal den Fahrstuhl und sonst wohin. Wobei der eigentlich zu dem Bus führen müsste. Der ja nicht mehr existiert. Genau, der ist Fratz. Da ist auch sonst nichts mehr. Dann haben wir hier nochmal den Fahrstuhl, bei dem Tobi entkommen war. Wenn ich jetzt dafür die beiden Terminals zumindest für 9S auch wieder aktiviert habe, ist es mir so ein Segal, dann passt das. Gonna show me a good time. Report. Affinity increased. Gut, das war also alles bis hierhin für den Poppes. Sehe ich das richtig? Ich meine, es ist immer noch Erfahrung, die ich bekomme, so ist es ja nicht, ne? Trotzdem. Muss ich da schon sagen. Ist ganz schön. Ne. So, auch schon offen, aber hier. Hier vorne soll irgendwo der Punkt sein. Dann gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Die mit ihrem Arm wirbeln, ne? Aha, hier bei den Maschinen also. Okay. Ich sage, ich erkenne überhaupt gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich mich befinde. Ich weiß, wo die Gegner sind. Ich habe aber effektiv keine Chance, um meine genaue Position festzulegen oder was für Gegner hier sind.
Was schon. Aber da ist der Speicher. So this is the part Pascal wanted? Can't believe I'm killing machines to save a machine. Ah, screw it. Better go see Pascal. Ja, gleich. Wenn wir hier die Abkürzung hoffentlich nehmen. Warte mal. Ich bin doch immer wieder hier. Nee, ich müsste hier lang zum Ausgang kommen. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich war so oft hier drin, aber ich meine, hier lang geht es auch wieder zum Ausgang, oder? Oder zumindest für eine Teleportationsmöglichkeit. Ich meine, dann war es tatsächlich, was sie anbelangt, umsonst. Was diese Mission anbelangt, war es definitiv umsonst. Aber ich weiß jetzt, dass ich 4 Kisten mit 9S hier holen kann. Ich war so nah dran. Ich war so nah dran, ich hätte so viel Zeit sparen können. Naja. Hinterher ist man immer schlauer, nicht wahr? Vergnügungspark. Die ist auf jeden Fall viel stylischer unterwegs als 2B. Drei verschiedene Teile. Dieses unsichtbare Gleiten. Das hat was. Ach ja. Es wäre mit 9S noch viel einfacher gewesen, durchzukommen. Nun gut, aber wir haben uns die Transporter da aktiviert. Hoffe ich. Muss gleich nochmal überprüfen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, haben wir. Schön. So, erste Teil ist hier. Nicht bei der kaputten Maschine hier. Jetzt ist Material 2 von 5. Der Panzer kann mir ziemlich Wurst sein. Endlich, damit sollte ich alles haben, um diese Gönn glücklich machen zu können. Dann zurück zum komischen Schoppenhaber. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich von hier aus wieder ganz regulär zurückkomme. Normalerweise, wenn ich hier drauf springe und dann da drauf, dann passt das und dann kann ich hier einfach das Haus wieder hochlaufen. Und zack, zerab. Einfach hier runter. Und Transport und Pascal. 2 Quests zum Abgeben. Wuhu, wuhu. Und dann muss es auch erstmal wieder gewesen sein. Dieses Spiel frisst doch schon deutlich mehr Zeit, als ich es ursprünglich angedacht hätte. Ich meine jetzt dann 45, etwas mehr als 45 Stunden. Das ist schon ordentlich. Hey, Materialien ausgezeichnet. Warte nur einen Moment. 5 Minuten. Hm. Kurz damit fertig. Da muss ich sprechen, da habe ich etwas für die Kinder gebaut und dort montiert, wo sie immer spielen. Es ging schnell. Übrigens haben die Kinder gesagt, dass sie dir persönlich danken möchten.
sind ganz oben auf dem Spiel an der Rutsche. Sie werden sich bestimmt freuen, dich zu sehen. Schau dir ruhig an, was du magst. Ja, zeig mir erstmal, was du hast. Betäubung. Ah. Grundrate. Schnelle Rapsenzeiten. Du hast Schrot. Auf bald. Du hast Ofen. Nupsi. Aber wenigstens kann ich das aber machen. Ah, ich habe noch nicht alle, aber bei weitem. Ja. Weitem nicht alles auf Max-Level, aber ich bin auf einem guten Weg, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann gehen wir jetzt erstmal Pascal. Da wir gerade hier sind. Geht's dir gut? Ich selbst kann mich nicht beklagen. Ach, das war das Teil für die Reparatur des Kindes. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ist es dürftig wirklich mit dem, was du getan hast, aber bitte nimmst. Nehme ich. Gut, offenscheinend hätten wir anstelle der Reparatur einfach nur den Kern des Kindes in einen anderen Körper montieren können. Auf diese Weise können wir uns nämlich beliebig oft zu neuem Leben erwecken. Allerdings geht das immer nur auf Kosten der Erinnerung. In gewisser Weise wäre es also nicht mehr dasselbe Kind. Doch zum Glück ist jetzt kein Problem mehr. Vielen Dank. Mhm. Open. Oh, hat die Rutsche gesagt? Ach, jetzt ist eingesperrte Kids. Oh, gut. Wahrscheinlich geht es dann da weiter, wenn man 9S spielt. Hey, komm, die große Schwester. Große Schwester, danke, dass du das für uns gebaut hast. Ja, oh, danke. Schon gut. Große Schwester, was denn jetzt? Wir wollen nur etwas geben, weil du uns geholfen hast. Na, danke. Das ist ein Dankeschön-Geschenk. Ja, danke. Lass das mal klar. Ich entschuldige mich, wenn ich dich erschreckt haben sollte. Wie ich hörte, hast du für unsere Kinder ein paar Sachen gebaut und ich wollte dir persönlich dafür danken. Ist schon in Ordnung. Arbeite nicht zu viel, ja? Wir freuen uns über jeden Besuch von dir. Ja, gut, danke. Gerne. Bitte. Die Hypothesis. Forming a harmonious relationship with Pascal and the villagers may help Unit A2 to obtain more materials. Proposal. Investigate the village. Aha. Die Rutsche ist ja ganz nett. Ja, mit seinen Proposals. In dem Village ist nicht mehr viel. So, jetzt sind wir da wieder an dem Punkt, dass wir das Buch holen können. Das ziehen wir jetzt auch kurz einmal so schnell durch, wie es geht. Dann kriegen wir noch die Sequenz. Aber bevor wir dann zum Lager wieder zurückreisen, beende ich die Folge. So ist mein Plan. Mann, das ist aber eine Folge voller Ladescreens. Und einem enorm unnützen, unnötigen Kampf. Eine Aufeinanderreihung unnötiger Kämpfe. Ja, es ist wie es ist. Und ein bisschen Schuld ist immer Sache anders. So, ja, das kennen wir ja schon. Danke. Zack. Dann mal in die Richtung hier und dann geht's los. Jetzt lad er mal. Ich kann es nur pausieren, ich kann es nicht überspringen. Das können wir komplett überspringen und jetzt macht's kaputt. Ja, jetzt ruft er uns noch an. Right. Now I just have to bring this to Pascal.
A2, can you hear me? Oh, perfect. Help A2. I have the materials you asked me to... The village is in great trouble. The villagers are... Pascal! Pascal, are you there? What the hell is going on? Hypothesis. The valuable source of information known as Pascal has encountered difficulty. Proposal. Unit A2 should investigate Pascal's village immediately. I'm on my way. Ja, aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sag mal bis dahin. Euer Steffel.